Am Wort ist schon Robert Luger von den Freiheitlichen. Entspricht natürlich nicht den Tatsachen. Der Herr Minister hat es eh schon erklärt, aber sie hat anscheinend nicht aufgepasst. Und einige bei der SPÖ sind anscheinend nicht in der Lage, der Debatte zu folgen. Denn er hat mehrfach erklärt, dass es ein Irrtum war, dass das Kanzleramt irrtümlich gesagt hat, er wird nicht hier sein. Aber das Innenministerium hat nie etwas anderes gesagt. Und es gibt auch vom Kanzleramt eine offizielle Abbausendung, wo genau das drinsteht. Und wenn Sie lesen könnten und wenn Sie lesen wollten, dann hätten Sie das auch zur Kenntnis genommen. Aber genau das ist das Problem. Es geht Ihnen nur um Polemik, es geht Ihnen nicht um die Sache. Und deshalb versuche ich jetzt etwas sachlicher die Sache anzugehen. Und deswegen ist nicht die Frage, um was geht es heute hier. Es geht mir nicht um die Meinungsfreiheit, um die Pressefreiheit. Denn wenn jemand Angst um die Meinungs- und Pressefreiheit hat, muss man nur auf die Homepage des Parlaments gehen oder mal nachlesen, was das überhaupt bedeutet. Und dann sieht man, dass die niemals in Gefahr war und in Gefahr ist. Es geht um ganz etwas anderes. Es geht darum, dass die Vorgängerregierung die Medien mit 180 Millionen pro Jahr alimentiert haben. Dass die Medien in Österreich von diesen Zuwendungen auch abhängig waren. Und es geht darum, dass diese Bundesregierung diese Zuwendungen massiv zurückgefahren ist. Manche Ministerien sogar bis auf 20% zurückgefahren. Das heißt, das Geld fließt viel weniger, als es früher geflossen ist, unter der Vorgängerregierung. Und das ist das Problem. Und wir haben diese Zahlungen nicht deshalb reduziert, weil wir den Medien etwas Böses wollen. Nein, die Vorgängerregierung ist nach dem Prinzip vorgegangen, das Erzählte reicht, und hat es mit Inseraten aufgepeppt. Und wir sagen, nur das Erreichte zählt. Und deshalb brauchen wir keine Inserate. Denn wir leisten etwas für dieses Land. Und deshalb brauchen wir nicht die freundliche Berichterstattung auch mit Inseraten zu beeinflussen, so wie das vergangene Regierungen nachweislich getan haben. Und wenn man sich nur den Standard ansieht, der 5,5 Millionen pro Jahr kassiert hat von den Vorgängerregierungen und jetzt natürlich genauso wie alle anderen betroffen sind, an weniger Geldflüssen, dann kann man verstehen, warum der Standard auch heute wieder alle möglichen Fantasien in seine Zeitungen schreibt. Lesen Sie mal nach beim Rauscher, der jetzt schon davon träumt, dass die Nachfolgerin, die Frau Rendi Wagner, mit fliegenden Fahnen zur ÖVP überläuft und hier gleich einen Regierungschange macht. Und das wird auch hier nicht nur gewünscht, nein, nein, es wird nicht nur gewünscht vom Herrn Rausch aus dem Standard, nein. Es wird auch damit begründet, dass der Herr Kickl staatsstreichartige Politik im Innenministerium betreibt. Und so etwas schreibt der Standard. Oder wenn Sie heute nachlesen im Standard, was über diese Debatte heute hier verzapft wird. Lesen Sie mal nach, was da alles drinnen steht. Wie der Herr Scherak durchgeschalten wird, den halben Artikel, bis dann einmal der Innenminister zu Wort kommt und dann wird mit allen möglichen Unterstellungen gearbeitet. Und vor allem, was ich ganz besonders interessant finde, er hat ja mehrfach hingewiesen, der Minister, dass er keine Weisung gegeben hat. Und im Standard steht nicht, dass der Herr Minister das mehrfach gesagt hat. Es steht drin, er hat es wieder mehrfach behauptet. Er hat eine Behauptung aufgestellt und wir wissen eh alle, was das heißt, wenn man eine Behauptung aufstellt. Das kann auch gelogen sein. Und mit solchen Mitteln wird gearbeitet beim Standard. Und da frage ich mich, ist das Pressefreiheit? Müssen wir das verteidigen? Müssen wir es verteidigen, wenn einzelne Medien nicht im Sinne der Pressefreiheit eine Information an die Bürger geben, dass sie die Bürger eine Meinung bilden können. Nein, wenn sie diese Meinung sogar vorgeben, wenn sie diese Meinung sogar den Bürger aufzwingen, ist das dann Pressefreiheit? Oder wenn der Standard in einem Artikel vor einiger Zeit schreibt, dass es ein Skandal ist, dass der Innenminister um 23.000 Euro für eine Bewerbungsaktion des Innenministeriums ein Inserat schaltet, und dann sagt, dass dieses Medium ja ein rechtes Medium ist. Und begründet wird es dann so, dass dieses Medium, der Wochenblick, Handlungen des Innenministers gut gefunden hat. Und deswegen ist es ein rechtes Medium. Und deshalb darf es keine Unterstützung bekommen, beziehungsweise keine Inserate. So weit sind wir. So weit sind wir. Und das ist nicht Pressefreiheit. Und das müssen wir auch nicht verteidigen. Was wir verteidigen müssen ist, und das steht ja auch drin in diesem E-Mail,
Haben Sie das einmal gelesen, das E-Mail? Wissen Sie, was da drin steht? Man wünscht sich eine unabhängige Berichterstattung. Das wünscht man sich. Ist das zu viel verlangt? Ich weiß, bei Ihnen gab es das nicht. Es war immer eine linksgerichtete Propaganda, die hier durchgeschaltet wurde. Aber wir wollen nur eine unabhängige Berichterstattung. Das wollen wir. Mehr wollen wir nicht. Und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. So Robert Luger von den Freiheitlichen.